Willkommen zurück bei GTA 3. Und wir versuchen uns nochmal an der Tötungsmission von Salvatore. Diesmal über die Straße. Ich hoffe, das klappt jetzt. An der Baustelle vorbei. Kommen wir hier auf diese Straße rauf? Leck mich! Leck mich! Sieht gut aus. Hey, wo ist denn jetzt der Schiss Tunnel? Müsst ihr nicht mal kommen? Ist das hier? Jo. Wann verlässt jetzt eigentlich sein Club? Das ist ja gar nicht mehr 12.30 Uhr, dann wahrscheinlich ist es immer 3 Stunden weiter, also vielleicht jetzt 22.30 Uhr. Hey, haben wir schon einen Unfall gebaut oder warum ist da hinten so komisch eingebildet? Okay, tja. Ich hab ne Idee. Ein Flatbeat, das Ding können wir doch noch verscherbeln an das. An die Garage. Ich hoffe, das Ding überlebt. Na, jetzt schmeißt du mich da wieder raus. Kennen wir doch schon. Oh Gott. Okay, das kann ich nicht skippen. Wenigstens ist die olle Oma jetzt weg. Bauen wir ja einfach mal eine fette Straßensperre. Aber auf die Karre rauf komme ich jetzt. Doch. Hihihihihi, soll er mal ankommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der grüne Punkt bewegt sich nicht. Obwohl? Doch, er bewegt sich jetzt. Ich hoffe, das geht gut. Wenn nicht, werde ich das nächstes Mal ähnlich versuchen. Andererseits bekommen wir so eine große Karre wahrscheinlich nicht nochmal. Und dann werde ich dem Typen entgegenfahren. Oder für mich vielleicht auch ein Snipergewehr einfach besorgen. Das wäre noch Alternative 4. Ich hoffe, Version 2 reicht jetzt. Wir kommen schon angefahren. Komm, hol dir dann noch eine Ladung Kugeln ab. Du Verräter. Da kommt Auto Nummer 1.
springen. Oh. Was bringt jetzt? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, leck mich fit. Nein, jetzt ist die schöne Karre im Arsch. Was? Nein! Ah, oh, das gibt's nicht, ey. Es gibt's nicht. Wir hätten es fast geschafft. Alle Waffen wieder weg. Oh. Na gut, zum Glück waren die alle in unserem Versteck eh gelagert. Jetzt hätte ich aber gern noch so ein Flatbeat oder wie das Ding hieß. Damit wir die Sammlung da wieder ein bisschen vervollständigen können. Aber man sieht die echt so selten rumfahren, genauso wie den Eiswagen. Den habe ich seitdem nicht wieder gesehen, als wir den einmal uns geklaut haben nochmal. Ja, ja, schießt auf mich. Unsere Waffen sind nicht zufälligerweise jetzt wieder... Oh, doch! Praktisch, jetzt haben wir bloß das große Gewehr nicht mehr. Aber das können wir uns ja theoretisch noch wiederholen. Hier wissen wir allerdings, wo das liegt. Und ich halte jetzt einfach nochmal... War das ein Ding? Nee. Ich halte jetzt nochmal Ausschau nach so einem Flip, Beef oder wie das Ding hieß. Da ist sogar das offizielle Telefonsymbol jetzt da. Sollten wir vielleicht in der nächsten Folge mal hinfahren. Wie, das ist dann wieder El Burro, der mir die gleichen Missionen wieder auf den Hals setzt. Hm, greifen wir uns die Mafioso jetzt auch an? Ich glaube ja, ne? Oh ja, sogar mit Schrotflinte. Nett, nett. Was? Was? Wie sind das? Hat er nicht mal gebrannt, die Karre? What the fuck? Hm. Das ist vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee, jetzt dann nochmal vorbeizufahren, aber ich will dieses verdammte Gewehr haben. Da können wir uns auch gleich noch Schutzweste holen. Weg mich. Mit eurem... Oh, nee. Boah, die feuern jetzt aber auch alle. Mann, Alter. Ich war euer bester Freund. Lalalala. Wie fahren wir denn jetzt am besten? Da sehe ich auf jeden Fall, glaube ich, Mafiosos. Auf jeden Fall in der Straßenmitte. Oh, ein Schuss. Oh, jetzt müssen wir in Sicherheit sein. Okay, woher kriege ich jetzt so ein Flatbeat-Ding? Verdammte Scheiße. Eigentlich müssten die Dinger doch hier rumfahren, oder nicht? So als kleiner LKW-Transporter. Didi.
So, okay, gucken wir jetzt nochmal zu Hause vorbei. Vielleicht sind die Waffen jetzt wieder da nach jedem Krankenhausbesuch. Das wäre natürlich geil. Wir liegen hier echt gefährlich. Überall wird nur noch auf uns geschossen. Es sind schon drei Gangs auf uns. Die Triaden, dann die Mafia und das Kartell. Wahrscheinlich dauert es auch nicht lange, dann sind die Yakuza auch noch sackig auf uns. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was El Burro für uns hat. Oh, was ist das denn hier? Gran Turismo. Willst du mich verarschen? Das habe ich doch jetzt schon zweimal geschafft. Ey, oh, jetzt nochmal. Und dann auch noch durch ein Gebiet, wo überall auf mich geschossen wird. Ich werde die Sache jetzt abkürzen, glaube ich. Ist mir egal, dass die Mission dann fehlschlägt. Kein Bock, dass... Hallo. Was ist hier los, ey? Können wir alle Frieden schließen? Ach, Kacke. Jetzt zählt das auch noch als los. Ich hätte auch gerade... Oh, ey, wieso? Jedes Mal will ich zu dem Punkt nach rechts fahren. Oh, Mann. Jetzt muss ich wahrscheinlich eh durchs Ziel kommen. Vorher bringe ich die Kacke wahrscheinlich nicht ab. Und jetzt mit zum Bus, ey. Na, herrlich. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach aussteigen würde? Zählt er dann runter? Wir sind immer noch Vierter. Das ist der Dritte. Hallo. Lasst mich doch alle in Ruhe. Alter. Oh. What the fuck, sag ich denn nur. What the fuck? Warum? Warum sind die alle so sauer, ey? Die haben uns doch zuerst in den Arsch gebiegt. Der macht kein Recht dazu. Oh, 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 oh. Nein! Oh. Ich fahre jetzt rüber, das ist mir echt zu viel. Und wir machen an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Spitze, ich bedanke mich. Bis dann!